Wassertemperatur 28 Grad. So kennt es Alligator Elvis. Er teilt sich zusammen mit 6 Würgeschlangen beim Zirkus Belli in Celle einen Wagen. Für Zirkusdirektor Klaus Köhler und seinen Sohn Klaus Ruven Köhler sind die Tiere sowas wie Familienmitglieder. Dass exotische Wildtiere nach Plänen der niedersächsischen Landesregierung langfristig aus Zirkussen verbannt werden sollen, passt ihnen gar nicht. Wenn das Land Niedersachsen das jetzt meint, da sind welche dabei, die ein bisschen Langeweile haben und denken jetzt mal an einen Zirkus. Und den zu sabotieren, das befinde ich Blödsinn. Konkret geht es um ein bundesweites Verbot von exotischen Wildtieren in Zirkussen. In 26 EU-Ländern sind diese nämlich teilweise oder auch schon ganz verboten. Deutschland zählt nicht dazu. Die SPD in Niedersachsen setzt sich zusammen mit den Grünen im Niedersächsischen Landtag dafür ein und plant eine Bundesratsinitiative. Ich gehe davon aus, dass Wildtiere und Zirkus keine Zukunft haben. Der Zirkus ja, aber eben ohne Wildtiere. Zoos haben eine andere Form des Gutachtens und der Leitlinien, unter der sie arbeiten. Und da gibt es Möglichkeiten, wie das praktikabel umgesetzt werden kann. Das wird aber in einem Zirkus kaum möglich sein. Das Wesen eines Zirkus ist, dass er reist. Die Transportbedingungen sind immer wieder ein Problem. Die Größe der Außengehege, aber auch natürlich die Größe der Transportboxen, das ist all das, was wir als nicht mehr zeitgemäß ansehen. Kurzfristig sollen deshalb Transport- und Haltungsstandards verbessert werden. Langfristig sollen Wildtiere aus Zirkussen verschwinden. Im Zirkus Belli leben rund 40 Tiere. In jeder Stadt, in dem der Betrieb gastiert, gibt es Kontrollen vom Veterinäramt. Zudem betreut Tierärztin Dr. Alexandra Dörnert die Tiere einmal im Monat. Ein Verbot findet sie nicht richtig. Es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Belege, dass Tiere im Zirkus leiden. Und rein aus politischen Gründen, weil man eine bestimmte Wählerklientel befriedigen möchte, ist ein Verbot von Tieren im Zirkus für mich nicht haltbar. Tierrechtsorganisationen wie PETA widersprechen vehement. Besonders Reptilien seien laut Biologin Dr. Yvonne Würz im Zirkus fehl am Platz. Die Tiere werden da eben nicht in den Shows dressiert, aber sind trotzdem enormem Leid ausgesetzt, weil sie ständig umhergekarrt werden von Gastspielort zu Gastspielort und gerade Reptilien auch sehr sensibel sind, was zum Beispiel Geräusche oder was verschiedene Faktoren, Umweltfaktoren angeht, die richtige Temperatur und so weiter. Und von daher müssen auch Reptilien als Wildtiere hier ausgeschlossen werden. Es gibt bereits Zirkusse, die schon jetzt mehr auf Akrobatik und Artistik und weniger auf Tierdressuren setzen. Für Klaus Köhler ist das für seinen Betrieb keine Option. Er wünscht sich langfristig vor allem eines. Dass auch alle Tiere zur Schau gebracht werden können. Das ist das Allerwichtigste. Auch weiterhin. Auch weiterhin, na logisch, auch weiterhin. Jede Zuschauer, die hierher kommen, die wollen Tiere sehen. Und das wird so beibleiben. Solange wie es Kinder gibt, sage ich mal, gibt es den Zirkus und da wird sich nichts ändern. Und auch mit den Tieren wird sich nichts ändern. So sicher ist das aber nicht. Zwar gibt es noch keinen konkreten Termin, aber langfristig will die rot-grüne Landesregierung Mehrheiten im Bundesrat dafür organisieren. Zirkusdirektor Klaus Köhler und sein Sohn sehen dem Ganzen gelassen entgegen. Sie glauben nicht daran, dass die Initiative Erfolg haben wird.